Willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Für alle die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe heute einen Post bei Facebook gestartet. Und zwar habe ich heute bekannt gegeben, dass ich jetzt seit neuestem der Löffelmafia angehöre. Ich kann es selber gar nicht fassen. Ich habe mich also 2 Jahre mit diesem Gedanken beschäftigt. Die Löffelmafia, das ist intern Pampered Chef. Da geht es um hochwertige Küchenprodukte. Und ich habe schon seit mehreren Jahren 4, 5 Artikel, die ich sehr gut finde. Und habe immer noch mit einigen geliebäugelt. Ja, und wie es dann irgendwie so kommen musste, wurde ich angesprochen. Hab gedacht, ja, ich weiß nicht. War dann so am Überlegen. Und ja, ich habe gesagt, Mensch, ich möchte mal das Produkt haben. Kann ich das haben zum Testen? Und ich habe die getestet und ich sage ja auch immer so schön bei allen anderen Produkten, die ich euch vorstelle, ihr müsst euch einfach überzeugen lassen. Wenn ihr nicht überzeugt seid, dann bringt das auch nichts. Aber mich hat es wirklich umgehauen, diese unglaubliche Qualität, die dahinter steckt, dass ich gesagt habe, das kann ich wirklich vertreten. Ich finde das super, ich möchte es gerne machen. So, und natürlich werde ich euch jetzt auch mal das ein oder andere zeigen, aber bitte habt keine Angst, ihr werdet jetzt hier nicht den ganzen Tag zugeschwallert mit bitte bestellen, bitte bestellen, bitte bestellen. Ich werde natürlich mal, wenn ich das jetzt neu mache, wie heute in diesem Video, werde ich vielleicht mal ein bisschen mehr dazu sagen, aber das sollte sich im Laufe der Videos dann von selber sozusagen, ist selbsterklärend. Wenn ihr eine Frage habt, stellt sie mir gerne, kein Thema. Oh Mensch, mir tut hier mein Kiefer heute weh. Oh, knack, knack. Oh, okay. Ich bin eingerenkt. Wir legen los. Ich möchte euch folgendes Produkt heute vorstellen, und zwar den Zaubermeister. Ein persönlicher Favorit von mir. Ich hole ihn euch mal. Das ist er. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich könnte für Glück platzen. Ich habe mir diesen Zaubermeister so gewünscht. Ihr wisst ganz genau, denn eigentlich ist es bei mir so, wenn ich was haben will, hole ich mir das sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Da muss ich, wenn ich da scharf drauf bin, ist es meins. Und auf diesen Zaubermeister, sicher schon 2 Jahre, habe ich da ein Auge drauf geworfen. Aber ich habe halt, ein Breiter. Ich habe Auflaufform und dann bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen und denke mir, nee, warum etwas ersetzen, was ich schon habe? Dann warte ich ja lieber, bis es kaputt ist. Und die Auflaufformen sind jetzt hinüber. Mein Breiter habe ich zwar noch, aber die Resultate aus diesem Zaubermeister, die haben mich überzeugt. Also das wird heute der Hauptakteur sein. Es gibt nämlich ein Brot. Und es gibt von der, ich glaube, ich muss gucken, nicht, dass ich es euch jetzt falsch sage. Sie heißt Claudi Maus 1266 Oberhausener Kumpelkruste. Das soll Hammer sein, dieses Brot. Und das möchte ich mit euch zusammen machen. Jetzt werde ich auch erstmal nicht lange schnacken. Wir machen jetzt erstmal den Teig für dieses Brot im Thermomix. Und zwar, wir benötigen Folgendes. Wir brauchen Wasser 260 Milliliter. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte es ja auswiegen, ne? So, Tara. 260. Wunderbar. Wir brauchen Malzbier. Auch 260 Gramm. Diese Aufregung, es ist ganz schrecklich. Das Malzbier ist außerdem für den Geschmack nicht so ausschlaggebend, eher für die Farbe, die am Schluss entstehen soll. Wir brauchen einen halben Hefewürfel, der ist bei mir wie immer gefroren. Den gebe ich jetzt hier rein. Und wir brauchen, um die Hefe zu aktivieren, einen Teelöffel Zucker. Und jetzt wird das Ganze verschlossen. Und wir stellen laut dem Rezept von der Claudia ein. 3 Minuten 37 Grad Stufe 1. Und ich hole euch gleich wieder dazu. So.
Das haben wir. Ist jetzt eine braune Brühe, riecht aber richtig schön nach der Hefe. Und ich habe jetzt hier schon in der Nixe ja, alles eingewogen, was wir weiterhin benötigen. Und jetzt sage ich euch auch, was das ist. Ich sollte hier nochmal meinen Spottel. Spottel, Spottel, Spottel. Ja. Und zwar, ich habe genommen das dunkle Roggenmehl, ganz wichtig, 350 Gramm. Dann Weizenmehl, das 10,50, 400 Gramm. Jetzt kommt dazu noch das gute Backmalz. Kommt ein schöner Teelöffel, ein gehäufter, liebe Backmalz, oben rauf. Und dann habe ich hier noch Roggenvollkornsauerteig. Davon waren es 2 Teelöffel. Und wir brauchen noch 3 gehäufte Teelöffel Salz. Und dann haben wir auch schon alles. 1, 2, 3. Den kann ich ja schon mal so reingeben. Und alles, was ich hier vorab abgewogen habe. Klatsch. Natürlich wieder gepitchert, das kennt ihr ja. Das ist ja auch nichts Neues bei mir. So. Deckel drauf. Und jetzt steht hier, wir brauchen, da wir hier viel Teig haben, muss das Ganze also wirklich 5 Minuten mit der Knetstufe bearbeitet werden. Das machen wir mal. So, unser Teig ist jetzt fertig. Es riecht herrlich nach Sauerteig, so sieht er aus. Geht vom Klebfaktor, aber ein bisschen Mehl muss sein. Und jetzt will ich euch ganz bewusst mein erstes persönliches Must-Have für die Küche zeigen. Und das ist dieser hier, der Streufix. Als ich den das erste Mal in einem Video gesehen habe, wusste ich sofort, ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. So, und jetzt denkt jeder, die Alte hat einen Schuss. Das kann auch gut sein. Aber ich möchte euch das gerne mal zeigen. Der streut so unglaublich fein das Mehl. Ihr braucht viel weniger. Ich hole euch jetzt mal in die Naheinstellung. Ihr seht hier jetzt meine Arbeitsfläche und mein Streufix. Und jetzt schaut euch das bitte an. Seht ihr das? Wie Puderzucker. Das ist wirklich, das ist fantastisch. Sage ich euch, wie es ist. Jetzt streue ich mir das hier schön ab. So. Und dann gebe ich da jetzt den Teig rauf. Ich muss ja erstmal meine Rädchen drehen. Ich merke schon, der sitzt ein bisschen fester. Da löse ich mal Kompletto. Könnt ihr sehen, ist nicht mehr viel drin geblieben. Jetzt fummel ich mir das erstmal ab. Der klebt ganz leicht, der Teig, wirklich ganz leicht. Und jetzt einfach den Streufix. Es ist hauchdünn und das reicht. Der wird jetzt ein bisschen noch mal per Hand geknetet. Ist wirklich toll. So, und ihr seht ja, ich arbeite das auch ein bisschen ein, weil hier raus sollen 2 Brote entstehen. Ich schneide mir das jetzt. Ich teile das jetzt erstmal. So. Den zur Seite. Gebe ich hier nochmal ganz leicht ein bisschen Mehl drauf. Drücke ich mir den immer so zurecht. Ihr wisst ja, von außen nach innen.
Der muss einfach ein bisschen Spannung kriegen, ne? Das merkt ihr auch. Und wenn er wieder anfängt zu kleben, hauchdünn. Das, also, da könnt ihr euch den ganzen Tag zeigen. Hauchdünn. Arbeitsplatte. Ach, das ist so toll. Es ist, als ob es schneit. So. Jetzt merke ich, dass der langsam Struktur bekommt. Ja. Schön warm ist er noch von der Verarbeitung. Und das gleiche mache ich jetzt auch mit dem zweiten. Und dann geht's weiter mit dem Zaubermeister. Zeige ich nochmal für alle, die es nicht kennen, man kann den auch abdeckeln. Und so kann nichts passieren. Nicht nur toll für Mehl, sondern auch für Puderzucker, Zimt und Zucker. Also tolles Teil. Und jetzt geht's los mit dem Zaubermeister. Meiner ist ja jetzt ganz neu, sprich er hat noch keine Patina. Und ich habe ihn hauchdünn eingerieben, das könnt ihr da sehen, spiegelt das sich schön, mit meinem Backtrennmittel. Wer das Backtrennmittel nicht kennt, ich versuche es oben einzublenden. Von euch aus rechts. Also, ich habe jetzt hier meine beiden Teiglinge und ich nehme jetzt ein wenig Mehl. Guck mal, damit ihr das auch sehen könnt, was ich hier veranstalte. Seht ihr das? Seht ihr? Ja, jetzt, guck mal. Ich nehme jetzt hier, mache eine ganz feine Schicht Mehl nur rein. Wurde mir so gesagt, dass das gute, ja, Backergebnisse gibt. Und jetzt habe ich hier meine beiden geformten Brote. Die lege ich hier rein. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Entschuldigt bitte. Gibt's gar nicht. So. Und jetzt soll man die auch nochmal bemehlen. Das finde ich auch immer, dass das sehr gut dann aussieht, wenn man die, ja, wenn man die rausholt und man so eine schöne Mehlschicht drauf hat. Und die Claudia hat auch geschrieben, wir sollen die einschneiden. Und jetzt habe ich mir hier die Fotos angeguckt. Ich mache das jetzt mal so, ja, rechts, links. Ich mache mal so. Schneide es einmal so ein. So. Und so. So. Ich mache euch davon jetzt ein Foto. Dann kommt der Deckel drauf und es soll jetzt bei geschlossenem Deckel eine halbe Stunde ruhen. Und dann geht's weiter. So, die Gehzeit von der halben Stunde ist um. Und ohne Scheiß, ich bin jetzt schon begeistert. Sieht das hammermäßig aus. Ich habe den Deckel auch ganz leicht nochmal mit dem Backtrennmittel bestrichen. Jetzt ist es folgendermaßen. Stoneware gehört immer ganz nach unten in den Backofen auf ein Gitterrost, weil die Stoneware atmet. Bitte noch keine weiteren Details erfragen. Ihr seht ja, ich bin hier auch voll im Testen. Und hier sind die Handschuhe, die neuen. Also die waren das ist schon allemal wert. Die sind echt angenehm. Allerdings nicht hier bei 40 Grad, wie ich sie heute in der Küche habe. Ich gebe den jetzt also so in meinen Ofen. Unterste Schiene mit dem Rost. Für 50 Minuten stand drin, ne? Lasst mich gucken. 50 bis 60 Minuten. Und dann nehme ich den Deckel wohl mal ab. Hier steht, Deckel abnehmen und dann nochmal 5 Minuten drin lassen, werde ich dann auch so tun. Ja. Und dadurch, dass wir ja jetzt hier mit dem Deckel arbeiten, wird also diese Feuchtigkeit, die in dem Brot ist, die wird jetzt da drin schön zirkulieren und wird unser Brot so richtig schön saftig machen. Und trotzdem wird es auch kross sein. Also wie gesagt, ich bin total nervös. Es kommt jetzt in den Ofen. Bis gleich. So, ihr Lieben, 50 Minuten sind rum. Ich habe mir vom Pepperichef die Handschuhe genommen. Und die will ich euch auch mal echt empfehlen, wenn ihr das habt. Das ist ja Monster heiß. Und habe eben den Deckel abgenommen. Sieht super aus. Habe es jetzt seit 3, 3,5 Minuten nochmal drin. Und ich hole es jetzt mal für euch raus. Ich sag euch, ich könnte dran abdrehen. Guckt mal, wie toll das aussieht. Super. Ich merke auch schon. Ich stelle es nochmal hier kurz ab. Super. Jetzt werde ich das mal stürzen. Geht wie von alleine. Guckt euch das an.
Hier. Nichts hängen geblieben. Da seht ihr noch, das ist der Mehlrand da unten. Das kann man richtig gut. Es wird natürlich warm mit den Handschuhen, aber wirklich nicht heiß. Jetzt drehe ich es nochmal um. Und das ist jetzt ganz wichtig, prinzipiell bei Brot, das muss von unten richtig ausdampfen. Wir lassen jetzt ausdampfen, bevor wir an die Kostprobe gehen. Mein Brot ist jetzt schon ziemlich gut ausgedampft, allerdings noch nicht komplett. Da wir haben heute so einen heißen Tag, ne? Ich sage, ich habe hier 50 Grad drin. Und ich will euch mal die wunderbare Porung zeigen. Jetzt schaut euch das mal an. Ganz fein gepoert. Ganz tollen Geruch schon. Ich bin ganz kaputt. Und jetzt erstmal Bütterchen. Upsala. Den habe ich jetzt mal im Kühlschrank gehabt, ne? Läuft die mir hier nur runter. Ich finde, Brot musst du probieren mit Butter und Salz. Da geht gar nichts drüber. So, mal testen. Bombe. Schmeckt super, wirklich. Dann nochmal hier. Heute dauert der Geschmackstest länger. Boah. Ich muss euch mal Folgendes sagen. Es ist ja so, ich habe ja am Anfang hier in meiner Thermomix-Karriere viel Brot gebacken. Und zwar immer ohne Backmalz und auch ohne Sauerteig. Und die Brote schmecken beim ersten Mal, also anders, am ersten Tag wirklich spitzenmäßig hervorragend. Und ich finde aber, dass es nur ab zweiten Tag kontinuierlich nachlässt. Und dann bin ich immer so ein bisschen enttäuscht gewesen und habe auch nicht so viel gebacken. Dann bin ich ja irgendwann auf dieses Backmalz gekommen. Und ja, man kann backen ohne Backmalz, aber da kann ich nur diesen Spruch von Loriot bringen. Wie sagte er immer, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber nicht erstrebenswert. So finde ich es mit Backmalz auch. Also, das gibt der ganzen Sache was und es schmeckt. Das riecht wirklich wie aus so einem Steinofen. Und hört mal. Hammerkruste. Innen würzig, nicht zu trocken, saftig. Schön weich. Also toll. Ja, da würde ich doch sagen, Abendbrot. Es kann losgehen. Ich bin angetan. Ich hoffe, ihr kanntet das Video noch nicht. Das wurde ja schon ein paar Mal verfilmt. Ich habe halt dieses Brot gewählt, weil es die allerbesten Bewertungen in der Rezeptwelt hatte. Und ich werde da nachher auch meine 5 Sterne vergeben, weil ich es wirklich spitzenmäßig finde. Sehr lecker, sehr aromatisch. Ein ganz, ganz tolles Rezept, Claudia. Weiter so. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Der Shop, die Produkte, das Backmalz, da habe ich euch alles unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr mit dem Handy zugreift, dann könnt ihr auch gerne auf meinen Blog kommen. Und da findet ihr auch alles dazu. Also, ich sage einen wunderschönen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Thank you.